Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video und einem neuen Gewinnspiel. Heute für euch habe ich dabei das Filament von 3D Jake, nennt sich Echo PLA. Was hat es damit auf sich? Es kann Folgendes bedeuten. So, also ich darf den Namen von dem Filament nicht sagen, weil mein Amazon Dot nämlich dann zuhört. Auf jeden Fall habe ich für euch heute dieses Filament dabei. Von dem Hersteller 3D Jake ist PLA 1 Kilogramm auf der Spule und am Ende gibt es noch ordentlich was für euch zu gewinnen. Schauen wir uns einfach mal das Produkt im Detail an. Los geht's nach dem Intro. Ja, ich unboxe jetzt einfach mal eine solche Spule für euch, damit wir uns das Ganze einfach mal aus erster Hand angucken können. Habe das Ganze aber natürlich schon getestet an einem sehr populären Testobjekt, und zwar dem Harry Lion, den ihr ja in meinem Update-Video, glaube ich, gesehen habt. Und da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein, aber jetzt gucken wir erstmal auf den Inhalt der Box. So, machen wir einmal alles auf und hier drinnen finden wir dann auch schon das Filament. Sieht dann ganz eben so aus. Und wenn man hier die Folie noch runter macht, die ich jetzt aber nicht runter mache, damit das Filament nicht anfängt, Feuchtigkeit zu ziehen, lasse ich die jetzt mal drauf. Gucken wir uns erstmal an, wie ist das Filament gewickelt. Und ich würde sagen, das sieht nicht perfekt aus, aber schon sehr ordentlich. Und der Beweis, dass es funktioniert hat, ist eben mein Testobjekt, der Harry Lion. Den habe ich mit diesem Filament in Silber gedruckt. Den sollte ja inzwischen schon jeder kennen. Und muss sagen, keine Probleme beim Abwickeln, sehr sauber, sehr ordentlich zu drucken, kaum Stringing, was tatsächlich auch vom Filament kommen könnte. Und hier hat das Filament überhaupt keine Probleme gemacht, ließ sich sehr sauber drucken. Und ihr kennt mich, wenn ein Filament sehr ordentlich ist, dann sage ich es euch. Wenn es nicht gut ist, sage ich es euch auch. Verlost hätte ich es so oder so. Der Punkt ist, zu einem guten Filament kann man eigentlich nicht viel sagen, weil ein gutes Filament erfüllt die Anforderungen. Und das macht dieses Filament voll und ganz. Deswegen kann ich da eigentlich nicht recht viel mehr sagen, als es lässt sich super, super gut drucken. Es sind sehr tolle Farbtöne dabei. Die Farbtöne wirken nicht billig, also zum Beispiel auch dieses Silber. Das ist einfach ein schöner Farbton. Ja, es gibt so Filamente, gerade kostengünstigere Filamente, da wirkt das Ganze eher sehr blass. Das ist hier eben nicht der Fall, sondern die Farbtöne sind wirklich sehr gelungen und gefallen mir tatsächlich auch sehr gut. So viel zum Filament. Also ich kann euch mal aufzählen, was wir hier so für Farben da haben. Ich habe zum Beispiel lila, skyblau, also himmelblau, weiß, transparent, bronze, dann glow, also so leuchten im Dunkeln, rot und schwarz und eben das goldene ganz oben, falls ich es noch nicht gesagt habe. Das sind die Farben, die ich so da habe jetzt von denen zum Testen, und ich habe gleich gesagt, es schickt mir bitte mehr Filament, damit ich auch wieder was verlosen kann. Deswegen werde ich 3 Kilo von dem Filament am Ende vom Video noch verlosen. Das Ende vom Video wird sehr bald kommen, also bereitet euch schon mal drauf vor. Was ich zu dem Filament noch sagen möchte, ich habe im Hintergrund auch mal die Seite vom Hersteller aufgemacht. Ihr findet den Link zu den Produkten und in der Videobeschreibung, also zu der Seite von 3D Jake. Das Filament ist nicht allzu teuer, also ich kann mir hier zum Beispiel konfigurieren, ich will 1,75 mm, 1000 Gramm, kosten 22,49 €, was ein sehr, sehr normaler Preis für ein Filament ist. Und aufgrund, wenn man sich im Hinterkopf behält, was das Filament kostet und wie gut die Qualität dann doch ist, ist es ein sehr, sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, jetzt kommen wieder Leute und sagen, Mensch, aber es gibt doch auch Filament für 10 Euro. Ja, natürlich gibt es Filament für 10 Euro, aber A, sind die Druckergebnisse teilweise richtig beschissen. Die Druckqualität leidet eben drunter. Es ist nicht garantiert, dass das Ganze sehr ordentlich abgewickelt wird, und günstige Filamente, meiner Erfahrung, ziehen sehr, sehr leicht Wasser und werden sehr, sehr schnell brüchig. Was bei diesem Filament nicht der Fall ist, ich habe den Harry Lion gedruckt vor 2 Wochen und konnte bis dahin keinen Unterschied in der Filamentqualität feststellen, weil das Filament seitdem absichtlich offen bei mir lag, um eben genau sowas auszuprobieren. Und ja, jetzt gibt es natürlich wieder die Verschwörungstheoretiker, die sagen, Filament zieht kein Wasser. Filament zieht Wasser. Googles. Genau, ich werde nur immer so, wenn ich so teilweise Kommentare lese, dann denke ich mir schon so, auf jeden Fall. Das hier ist die Produktpalette, die ich zugesendet bekommen habe. 3 Spulen davon werde ich verlosen. Ich werde einfach reingreifen, also Farbwünsche könnt ihr gerne drunter schreiben, aber ich werde einfach irgendeins verlosen. Und die Versandkosten müsst ihr selber bezahlen, falls das nicht der Fall ist. Ich werde mich mit dem Hersteller nochmal in Verbindung setzen, ob der nicht auch nochmal ein paar Spulen zur Verfügung stellen möchte.
Da werde ich euch eben nochmal Rückmeldung geben, aber aktuell ist es so, dass ihr die Versandkosten selber übernehmen müsstet. Die betragen 5 Euro pro Spule, ganz normales DHL-Päckchen bzw. Paket. So, das sind die Gewinne. Was müsst ihr machen, um teilzunehmen? Wie bei jedem Gewinnspiel von mir, einfach einen Kommentar unter das Video schreiben. Und natürlich würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung und ein Abo von meinem Kanal freuen, falls du es noch nicht gemacht hast. Ist natürlich optional und ich dränge euch da nicht dazu, aber es wäre eine ganz, ganz nette Angelegenheit. So, also zusammengefasst, einfach einen Kommentar schreiben und in ein paar Wochen, da ich im Urlaub bin, werde ich euch das Ganze dann die Gewinner verkünden. Im Urlaub wird mein Laptop und alles zu Hause bleiben, da wird nichts beantwortet, weil Urlaub Urlaub ist. Und dann bis zur Auflösung wünsche ich euch noch selber, falls ihr noch in Urlaub fahrt, einen angenehmen Urlaub oder eine chillige Zeit zu Hause. Momentan ist es ja echt mega, mega heiß. Also macht's gut, haltet die Ohren steif und wir sehen uns dann wieder. Ciao und bis dann.